Hallo und herzlich willkommen zurück zum jüngsten Gericht, Freunde der Liquids. Heute geht's weiter mit Six Licks, Freunde. Six Licks, Bite the Bullet, Johannisbeer, Anis, Eis. Ihr wisst ganz genau, ich bin sehr, sehr empfindlich, was Anis angeht. Lakritz und der ganze Rotz. Ich bin wirklich so übelst der Anis-Hater. Aber das sei mal dahingestellt, gönnt euch einfach mal diese Labels. Ohne Scheiß, Six Licks Labels, sehr geil. Short-Filling-System, 100 Milliliter in 0 Milligramm. Ihr müsst halt einen Shot dazu packen, je nachdem, auf wie viel Milligramm ihr kommen wollt. Das Ganze kommt in 70, 30 und mit einer gottverdammten geilen Umlabelung. Die Shappi Gorilla Flaschen sind eigentlich auch ganz okay, weil sie haben das neue System. Das heißt, die Shappis werden nicht nur noch oben reingedrückt, sondern die gehen jetzt hier über die Kante drüber. Man kann sie wirklich easy öffnen. Ich hasse Shappi Gorilla Flaschen. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie viel ich schon versaut habe. Ich weiß nicht, wie viel schon aufgeplöppt sind und raus und keine Ahnung. Hat mich sehr, sehr viel Nerven gekostet in letzter Zeit. Aber was soll ich sagen, Freunde? Six Lips, diese Gun, was auch immer, besser gesagt, diese Patronenkugel, ihr seht das hier, weil ist ja Bite the Bullet. Ich würde sagen, ich probiere das Ganze mal. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht direkt irgendwie wegkodder, weil irgendwie Anis drin ist. Sehr, sehr dominant ist die Johannisbeer. Man hat aber wirklich so einen leichten Anis-Geschmack im Hintergrund. Erinnert mich schon fast so ein bisschen in die Richtung Absinth, Lakritz. Ich finde, ich merke den Unterschied eh nicht zwischen Absinth, Lakritz, Anis und weiß der Geier, was da noch alles für komische Kräuter gibt. Aber ich muss jetzt mal ehrlich gestehen, als Nicht-Lakritz-Fan, die Mischung aus Johannisbeer, Anis und dann mit einem Touch Colada dabei ist gar nicht so verkehrt. Das habe ich mich gerade selber ertappt. Verdammt, das ist wirklich nicht schlecht. Muss ich doch sagen, wie es ist. Bite the Bullet, also wenn ihr kein Anis-Freund seid, irgendjemanden im Umkreis hat, der irgendwie auf Anis steht, kauft euch eventuell vielleicht mal zusammen. Probiert es dann einfach mal, da wisst ihr, was ich meine. Also ich kann es jetzt wirklich ganz gemütlich dampfen. Das Anis stört mich jetzt nicht unbedingt, aber die Johannisbeer ist wirklich sehr, sehr dominant im Vordergrund mit so einem ganz leichten Touch an Eis. Das ist ja in dieser ganzen Six Licks-Reihe, ist ja wirklich überall so ein bisschen Colada drin und das Ganze ist wirklich sehr sanft. Man hat wirklich nur so einen Hauch dabei gepackt, dass man nur so eine leichte Frische im Mund hat oder beim Ausatmen, auf den Lippen und sowas alles. Finde ich ganz, ganz toll umgesetzt und ich bin wirklich ein Fan von diesen Labels. Ich weiß nicht wieso, ich finde sie geil. Ganz, ganz großes Chapeau, wie auch immer man es nennt, Hut ab. Sehr, sehr schön. Ich finde es halt immer wichtig, wenn sich so Hersteller, wenn die neu auf den Markt kommen, dass sie sich mal so ein bisschen vom Vorfeld irgendwie mal Gedanken machen, wie können wir unsere Labels gestalten, dass die Leute irgendwie drauf abfahren. Ne? Und gerade bei so Sachen fahren die Menschen drauf ab. Ne? Es sind wie bei Big Mouth oder sonst irgendwas. Ich persönlich bin gar kein Big Mouth-Fan, aber die Leute lieben geile Labels. Und es ist halt wirklich so, es hat ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Sieht irgendwas geil aus, will man es irgendwie unbedingt haben oder zumindestens probieren. Ne? In dem Sinne, Freunde, das war's schon wieder mit dem Six Licks Liquid Clip. Volle Zungenbrecher. In dem Sinne, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Like oder ein Abo da. Stay true, join the Vibes and Love Life und bis demnächst. Ciao.